Ich werde jetzt die Qtmed-Wundnavigator-App vorstellen und habe dazu einmal eine Karte dabei. Die würde ich Ihnen einmal gerne zeigen. Das ist die Karte dafür. Da habe ich einmal einen QR-Code drauf, den ich gleich einmal einscannen werde. Sie haben auch die Möglichkeit, gleich den QR-Code zu scannen mit Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet. Ich werde jetzt den Code scannen und werde darüber direkt auf die Qtmed-Website gelotst. So habe ich jetzt die Möglichkeit, mir nochmal ein Video anzuschauen, wie die App funktioniert, mir die Kalibrierungsmarker zu bestellen und nochmal Erfahrungsberichte von jetzt in dem Fall vom Krankenpfleger, der die schon genutzt hat, was er dazu sagt. Und ich lade die Handy-App jetzt einmal runter. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, die App runterzuladen. Entweder über einen App Store von Apple oder den Google Store. Die App ist kostenlos, also Sie müssen nicht dafür bezahlen. So, jetzt warten wir, bis die App einmal läuft. Sie müssen sich gleich, wenn die App runtergeladen ist, müssen Sie sich nicht mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden. Sie müssen nur beantworten, ob Sie medizinisches Fachpersonal sind, dass Sie es bestimmungsgemäß verwenden und dass keine patientenbezogenen Daten, aber auch Ihre Daten nicht genutzt werden. Und wenn Sie da auf Weiter klicken, sind Sie in der Qtmed Wound Navigator App. Hier haben Sie die Möglichkeiten oben unter Suche, Namen vom Produkt, die Pharmazentralnummer oder die Produktkategorie auszuwählen. In dem Fall geben wir mal das Qtmed Sorbact ein, nur Sorbact, und kommen jetzt zum Beispiel auf das Qtmed Siltec Sorbact. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, auch zu schauen, wofür ich dieses Produkt nutzen kann. Wir haben hier verschiedene Icons. Einmal für schwaches bis starkes Exudat, für oberflächliche Wunden und einmal die verschiedenen Wundstadien. Das zeige ich Ihnen. Das steht auch hinter jedem Produkt. Haben Sie die Möglichkeit zu schauen, welchen Wundstatus wir dieses Produkt nutzen können. Sonst können Sie auch noch schauen, wenn Sie jetzt Interesse haben, können Sie noch ein Produktmuster abfragen. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und einmal die Original-PZN, die ganz wichtig ist, wenn Sie ein Rezept anfordern. Da können wir nochmal drauf. Ich habe jetzt das Qtmed Siltec Sorbact in 7,5 x 7,5 ausgewählt. Und auch hier können Sie ein Produktmuster abfragen. Da kommen Sie direkt auf die Qtmed-Seite. Das zeige ich Ihnen nochmal. Und Sie können auch die Produktdetails teilen. Ob per E-Mail, WhatsApp, SMS oder ein anderes Medium, was Sie nutzen. Hier klicke ich einmal aufs Produktmuster Anfragen. Und hier sehen Sie, wenn Sie auf die Qtmed-Seite weitergeleitet, auch hier können Sie es alles auswählen, geben bitte Ihre Kontaktdaten an und haben noch die Möglichkeit, was zum Produkt zu fragen, das auch zeitnah beantwortet wird. Gehen wir nochmal in die App. So haben Sie noch die Möglichkeit auch zu gucken. Sie haben jetzt eine infizierte Wunde, wie jetzt die Frau Seifert auch super vorgestellt hat, was infizierte Wunden sind. Und auch hier zeigt er Ihnen die Produkte an, die Sie bei einer infizierten Wunde nutzen können. Fürs Exudatmanagement ein super Absorber. Auch hier sind die verschiedenen Produkte aufgelistet. Exudat und Infektion in einem. Da haben Sie ein Kombiprodukt. Und Gewebswachstum. Unter anderem das Qtmed Epiona, eine Kollagenwundauflage. Für die Reinigung und Debridement ist da auch noch was dabei. So, und oben rechts sehen Sie noch den Punkt Kontakt. Und da werden Sie auch wieder auf die Qtmed-Website gelotst, da wo Sie sich auch das Produktmuster bestellen konnten. Und auch hier können Sie Ihre Kontaktdaten angeben, unter Nachricht nochmal Fragen, Anregungen und dann absenden. Und dann wendet sich ganz schnell jemand von unserer Firma bei Ihnen. So, was kann die Qtmed Wundnavigator App noch?
Hier haben wir die Möglichkeit, eine Wunde anhand der Kamerafunktion und eines Kalibrierungsmarkers interaktiv auszumessen, um das passende Wundprodukt zu finden. Ich erlaube jetzt meinem Smartphone den Zugriff und möchte Ihnen das einmal zeigen. Ich brauche jetzt einmal einen Kalibrierungsmarker. Zeige ich Ihnen einmal eben. Das sind unsere Kalibrierungsmarker. Da sind 225 Stück drin. Und diese bekommen Sie von uns kostenlos. Die können Sie auf der Qtimed-Website kostenlos bestellen, bis zu 5 Packungen. Und da brauchen Sie ein Klebchen von. Und dieses Klebchen, nehmen Sie sich und kleben es circa 2 cm neben dem Wundrand. Zeige ich Ihnen einmal. Und dann gehe ich mit meiner Kamera einmal auf das Wundbild. Und wenn der Kalibrierungsmarker grün anzeigt, die Wunde natürlich mit auf dem Bild ist, eben ein Foto schießen. Dann zeichnen Sie bitte mit dem Finger den Wundrand entlang. Bis es verschlossen ist und klicken oben rechts auf Messen. So haben Sie interaktiv die Größe, also die Breite, die Länge, die Fläche und Umfang der Wunde. Wenn Sie auf Weiter klicken, können Sie noch anhand der Wundkriterien, da haben Sie mehr zur Auswahl, Wundstatus angeben. In dem Fall gehen wir jetzt mal von einer fibrinbelegten und einer Wunde mit einem Granulationsgewebe aus. Die Exsudatmenge schwach bis mäßig. Die Wundtiefe oberflächlich. Wundtyp Ulcus cruris und Körperbereich wählen wir mal aus. Unterschenkel links. Und dann haben Sie die Möglichkeit, nochmal einen PDF-Report hinzuzufügen oder eine Notiz im Freitext einzufügen. So, jetzt zeigt die App, wir haben ja gesagt, dass Ihnen das passende Produkt angezeigt wird. Ich habe die Wunde jetzt mit der Größe, ich habe die jetzt auch ein bisschen beschrieben und kann jetzt mir das passende Produkt raussuchen, was die App mir vorgeschlagen hat. In dem Fall kann ich das Qtimed SilTec Plus nutzen. Hätte ich jetzt infiziert angeklickt, dann hätte er mir das Qtimed Sorbact dann gezeigt. Wenn Sie jetzt diese Produkte haben als Vorschlag, können Sie auch sagen, ich habe jetzt einen kleinen Bericht angelegt. Wichtig dabei zu wissen, es ist keine vollwertige Wunddokumentation. Sie können das aber gerne mit anderen Versorgern teilen. Auch hier haben wir keine patientenbezogenen Daten erhoben und jetzt können Sie anhand von Outlook, WhatsApp, SMS diesen Bericht versenden. Ich klicke mal einmal auf Outlook und da können Sie gerne auch datenschutzkonform, weil Sie es jetzt von Ihrem Handy versenden, den Betreff einmal den Nachnamen des Patienten eben angeben. Genau, wenn Sie den Bericht dann versendet haben, ist es in der App so, dass auch nichts gespeichert wird. Wenn Sie den Bericht wieder schließen, ist der Bericht weg. Es wird nichts in der App gespeichert und es wird auch kein Foto auf Ihrem Handy gespeichert. Das ist die Qtimed Wundnavigator-App. Die App ist kostenlos, die kostet Sie nichts. Es ist wie gesagt nicht dafür da, eine Wunddoku mit anzulegen, aber Sie können es, ob Sie es mit dem Arzt eben teilen, dass er es einmal sieht. Es erleichtert Ihnen auch nochmal die Arbeit, weil es smart ist. Sie müssen hier nicht mit dem Lineal, was oft auch nicht klebt, am Patienten rumhantieren und er gibt Ihnen das passende Produkt schon mal vor. Und wir wissen selber, dass wir in der Pflege und allgemein in der Medizin auch nicht viel Zeit haben und die erleichtert Ihnen nochmal die Arbeit. Dann bedanke ich mich. Ich hoffe, Sie haben sich die App schon runtergeladen und würde mich freuen, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, Kontaktmöglichkeiten haben Sie auch über die App. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.